Hallo, Gamio ist PHP 8 kompatibel. Die Gamio-Version 4.7 ist kompatibel mit den PHP-Versionen 7.4 bis 8.1. In diesem Video werden wir uns einige neue Features der Gamio-Version 4.7 anschauen. Wir werden einen Gamio-Shop von Version 4.6 auf 4.7 updaten. Ich verspreche, es wird keine Minute dauern. Vor allen Dingen aber werden wir uns um einige Fallstricke kümmern, die beim PHP-Versionswechsel von 7.4 auf 8.1 auftreten können. Zunächst aber, ja, wir mussten lange warten auf eine PHP 8-kompatible Gamio-Version, aber Gamio ist ein guter Gesellschaft. Damit will ich keinen billigen Whataboutism betreiben, von wegen, naja, andere sind ja auch nicht schneller, sondern nee, da sind Komponenten in Gamio verbaut, bei denen man darauf angewiesen ist, dass die, nennen wir es Zulieferer, eine PHP 8-kompatible Version bieten können. Das hat die Sache verzögert und besonders lobend hervorheben möchte ich, dass man sich gar nicht lange mit PHP 8.0 aufgehalten hat. Das wäre etwas niedriger, ein dünneres Brett zu bohren gewesen, sondern dass man gleich die PHP-Version 8.1 anvisiert hat. Schauen wir uns erstmal die neuen Features in Version Gamio 4.7 an. Dazu gehen wir in den Rechner. Also es gab auch einige Verbesserungen, zum Beispiel an der REST-API, aber am vorzeigbarsten sind doch die neuen Statistik-Widgets und die überarbeitete Kundenverwaltung. Schauen wir uns die Statistik-Widgets an. Ich bin auf insgesamt 11 neue Widgets gekommen beim Durchzählen. Nummer 1, Bestellstatusveränderungen-Liste. Auswählbar, wie viele Einträge hier angezeigt werden sollen. Und sinnvoll wahrscheinlich dann, wenn ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, war ich heute schon bei der Post oder muss ich noch gehen? Oder wenn man Mitarbeiter hat, die sich um Bestellabwicklung kümmern, dann mal reinschauen, wie aktiv die so sind. Also bestimmt gibt es sinnvolle Anwendungsfälle dafür. Bei Nummer 2, Bestellungen per Regionen, muss ich an meinen lieben Freund Rico Sodolka von Orange Raven denken, der sich eine Heatmap wünscht, à la in München werden im August zwischen 18 und 20 Uhr besonders viele Schlauchboote bestellt. Es geht in die Richtung, es fehlt die Anbindung einer Geodatenbank, um da vernünftiges Geotargeting zu betreiben. Es fehlt die Verknüpfung mit der Zeit, sowohl Uhrzeit als auch Wochentag oder Zeit des Jahres, Monat. Aber man kann auf die Schnelle mal sehen, die häufigsten Bestellungen kommen aus Entenhausen in der Schweiz. Einstellbarer Zeitraum. Also welcher Zeitraum soll analysiert werden? Maximale Anzahl Einträge. Land oder Stadt als Region. Wobei Land tatsächlich der Staat ist. Und dann Rechnung oder Lieferung, was als Quelle verwendet werden soll. Geht in eine schicke Richtung. Für einen groben Überblick, woher kommen meine Kunden, ist das sicher nicht schlecht. Die Bestellzeiten wäre jetzt auch wieder interessant, gekoppelt mit zum Beispiel den Regionen oder natürlich dem Wochentag. Nicht einfach nur die Uhrzeit, sondern wann wird am Wochenende bestellt, wann wird unterwöchig bestellt. Dann könnte man seine Marketingaktivitäten entsprechend daran ausrichten, aber auch hier sicherlich besser als nichts. Widget Nummer 4, häufigste Versandarten. Da ist bei mir aktuell nichts in dieser Woche passiert. Schauen wir mal, was da insgesamt von den Kunden, also mir, als Versandart ausgewählt wurde. Am meisten hier die Selbstabholung. Fazit, auf die Gefahr, mich zu wiederholen, ein schöner Überblick über die beliebtesten Versandarten der Kunden. Für eine genaue Kalkulation müsste man aber dann doch genaues Zahlenmaterial vorliegen haben. Wie viel haben die Kunden bezahlt für den Versand? Was kostet mich der Versand? Und das geht aus diesem einfachen Tortendiagramm natürlich nicht hervor. Gleiches Spiel wie bei den Versandarten, hier bei den Zahlungsweisen. Jetzt sagen Sie selbst, anhand so eines Tortendiagramms würde man da irgendwelche Entscheidungen treffen, von wegen Nachname wurde insgesamt zweimal genutzt bei doch ziemlich vielen Bestellungen. Und gerade ich erinnere mich, dass es da Probleme gab. Wenn es sowieso niemand nutzt, dann können wir es doch einfach entfernen. Die Auswahl der Zahlungsweisen übersichtlicher gestalten, was sicherlich die 81% Kunden freut, die auf Rechnung kaufen.
Das sechste Widget hier unter Bestellungen, Rate der Auslandsbestellungen. Also letztlich, woher kommen meine Kunden? Bisschen anders aufgedröselt als hier oben, Bestellungen per Regionen. Hier jetzt eben als Tortendiagramm und zwar nur unterteilt nach Inland, Ausland und nicht nach den einzelnen Ländern. Die nächsten Statistik-Widgets im Reiter Kunden. Nummer 1, Newsletter-Abonnenten. Weiß ich nicht. Es gibt Newsletter-Abonnenten in diesem Testshop hier. Ich weiß nicht, warum sie hier nicht angezeigt werden. Der Clou ist aber auch, dass ja die Gambio Newsletter-Funktion nicht zu gebrauchen ist. Deshalb halte ich auch dieses Widget hier für komplett überflüssig. Meine Newsletter-Statistiken würde ich dann bei Cleverreach, Mailchimp oder dem Newsletter-Versender meiner Wahl entdecken und nicht im Gambio Admin. Besuchszeiten. Da kommt mir erstmal was anderes in den Sinn, wenn ich das lese. Und auch sonst kann ich damit jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel anfangen. Da steht irgendwas von 22.316. Das hier scheinen die Uhrzeiten zu sein. 0 Uhr bis 23 Uhr. Habe ich um 0 Uhr 22.000 Besucher und ansonsten dann kaum welche. Vielleicht sieht das in einem Live-Shop interessanter aus und verständlicher. Umsatz pro Kunde hingegen ist doch wieder sehr spannend, weil es mir meine besten Kunden anzeigt. Allerdings, wenn ich da ein paar tausend Kunden habe, dann nutzen mir die einzelnen Kunden herzlich wenig. Dann bräuchte ich hier gruppiertes Material nach Kundengruppe, demografischen Merkmalen, Alter, Geschlecht, Herkunft und dann natürlich eine Exportfunktion, um entsprechende Marketingaktivitäten betreiben zu können. Nicht nur einfach so, ah ja, Max Mustermann ist mein bester Kunde mit hier 17.000 Euro Umsatz. Widget Nummer 10, Warenkörbe-Übersicht. Und damit, glaube ich, kann man tatsächlich was anfangen. Es ist jetzt natürlich nur mein kleiner Testshop mit überschaubarem Sortiment. Aber wenn man da sieht, die DVD ist in drei Warenkörben oder dreimal im Warenkorb, und ich weiß zufällig, sie ist nur noch zweimal auf Lager, dann könnte ich allmählich mal an eine Nachbestellung denken, beziehungsweise Nachproduktion. Ich stelle die DVDs ja hier selber her. Last but not least, wer ist online? Nette Spielerei. Man kennt es vielleicht von Google Analytics, wo man dann so den Weg der Leute, die gerade online sind, verfolgen kann. Bei Google Analytics ist es vielleicht noch ein Ticken spannender als diese Liste, auf der nur der eine eingeloggte Kunde selbst steht. Soweit zu den Statistik-Widgets, zu den 11.9, wobei an mir vorbeigegangen ist, dass es auch in 4.5 bzw. 4.6 schon jede Menge neue Statistik-Widgets gab, die natürlich auch spannend sind. Schauen wir uns die neue Kundenverwaltung an. Gambio Admin Kunden. Und das sieht schon mal ganz anders aus als noch in Version 4.6. Hier habe ich es zufällig noch. Also hier sind wir, was die Optik angeht, so langsam im 21. Jahrhundert angekommen. Ich wollte jetzt eben noch schauen bezüglich Responsivität. Nein, es ist eine Tabelle mit festen Breiten für die einzelnen Spalten, also nichts, was irgendwie darauf hindeuten würde, dass man das Gambio Admin auch mal auf dem Smartphone verwenden könnte. Viel spannender als die Kundenübersichtsseite hier ist meiner Meinung nach die neue Kundendetailseite. Eine Live-Suche, ich muss hier kein Enter klicken. Und wenn wir das jetzt vergleichen, Max Mustermann, das Kundenprofil in 4.7 mit meinem Kundenprofil in der 4.6. Ja, dann haben wir da, was das Layout angeht, auf jeden Fall mal einen Schritt von 20, 30 Jahren gemacht. Was die Funktionalitäten angeht, da ist auch einiges dazugekommen. Ich weiß nicht, ob es diese Favoritenfunktion hier schon gab. Den Hauptadmin kann man hier nicht löschen, ansonsten hätte man hier auch noch die Löschenfunktion. Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind alle in ein Modal gewandelt, so habe ich auf den ersten Blick die persönlichen Informationen, Kontaktinformationen für gewerbliche Kunden, die Firmendetails, Adresse sowieso. Hier ist noch etwas unschön, unerlaubte Zahlungsweisen und unerlaubte Versandarten anzugeben. Da kann ich nämlich eintragen, was ich möchte. Es wird fälschlicherweise übernommen, da gehört ein Auswahlfeld hin. Aber das ist bekannt und wohl in Arbeit. Die Tracking-Optionen für Admins, meine ich, hatten wir auch schon in früheren Versionen. Besonders schön finde ich, dass man auf den ersten Blick sieht, wenn man irgendwie mit dem Kunden Kontakt hatte, ist das ein guter Kunde,
Ist das ein Stammkunde? Nicht, dass man da irgendeinen Unterschied machen würde, wie man dann die Leute behandelt, aber vielleicht gibt es dann doch mal irgendeine Nuance, wo es auf Kulanz ankommt und dann sagt man, okay, Herr Mustermann, bei Ihrer letzten Bestellung ist da ein bisschen was schiefgelaufen, was jetzt nicht unbedingt in unserem Verantwortungsbereich liegt, aber da können wir schon mal was machen. Sie bekommen einen 10-Euro-Gutschein. Die Notizenfunktion, weiß ich, war einigen wichtig, ist jetzt deutlich prominenter als noch im alten Admin, hier ganz unten auf der Seite hinzufügen, bla bla bla. Und besonders interessant, Historie funktioniert jetzt hier leider nicht. Auch die Bestellungen, da gibt es noch einen Fehler. Der Merkzettel ist leer. Den Warenkorbinhalt kann ich mir ansehen. Und die von Max Mustermann abgegebenen Bewertungen. Also insbesondere, wenn man persönlichen Kontakt oder telefonischen Kontakt zu seinen Kunden hat und dann auf einen Blick sehen möchte, was hat er auf dem Merkzettel, was hat er aktuell im Warenkorb, sind da doch coole neue Features dabei. Ja, wie immer vor einem Gambio-Update stellt sich die Frage, sind in der neuen Version Features enthalten, die meinen Shop voranbringen? Werden Probleme gelöst, die meinen Shopbetreiberalltag mit der jetzigen Version negativ beeinträchtigen? Man darf nicht vergessen, Gambio 4.7 ist eine Feature-Versionsreihe im Gegensatz zur stabilen Version 4.8, die dann demnächst kommen wird. Nur dass wir diesmal noch das Problem haben mit dem PHP-Sicherheitsupdate-Support, der für PHP-Version 7.4 Ende November endet. Das soll nicht heißen, dass dann am Tag darauf der Shop absolut unsicher ist und garantiert gehackt wird. Also es laufen auch heute noch Websites mit PHP 5.6, ohne dass da irgendwelche Probleme bekannt wären. Aber man sollte es natürlich bedenken. Wenn Sie sich für das Update auf Version 4.7 entscheiden, wobei es ganz genauso dann für die kommende Version 4.8 gilt, dann gehen wir am besten folgendermaßen vor. Update auf Gambio 4.7, beziehungsweise gilt es ganz genauso für das Update auf Gambio 4.8. Ich hatte versprochen, wir schaffen es in unter einer Minute. Allerdings ist es diesmal ein bisschen anders als sonst. Wenn ich jetzt sage, wir machen vorher ein vollständiges Backup, wir sichern die Datenbank und auch die Dateien, dann meine ich es ernst. Also diesmal bitte wirklich. Nummer 1, Nummer 2, Gambio hat die Mindestanforderungen an die PHP-Version und an die MariaDB bzw. MySQL-Datenbankversion erhöht. Und zwar braucht Gambio 4.7 mindestens PHP 7.4. Das sollte auch vorher schon im Einsatz gewesen sein, weil Gambio völlig zu Recht die maximal kompatible PHP-Version zu verwenden empfiehlt. Und wenn wir uns das anschauen, dann kann es sinnvollerweise nur eine PHP-Version geben, die während des Updates aktiv ist, und das ist die 7.4, weil sie eben vor Gambio 4.7 schon unterstützt wurde und von 4.7 auch noch unterstützt wird. Natürlich kann es sein, dass Sie irgendwie nicht mitbekommen haben, dass der Hoster über Nacht PHP 7.4 abgeschaltet hat und Ihr Shop jetzt unter 8.0 läuft, beziehungsweise eben nicht mehr läuft, dann sollte es auch möglich sein, das Update einzuspielen, dann allerdings nicht mehr über die Modulverwaltung, weil Sie nicht mehr ins Gambio Admin kommen. Also gehen wir davon aus, Sie haben PHP 7.4 installiert. Wie finden wir das raus? Gambio Admin, Toolbox, Surfer Info. Und da sehen wir schon hier ganz oben PHP Version 7.4 irgendwas passt. Erhöhte Anforderung Nummer 2. MySQL 5.7 oder MariaDB 10.2. Finden wir auf derselben Seite im Gambio Admin bei den Surferinformationen, Suche nach MySQL. Es steht gleich darunter, wir haben hier MariaDB 10.3, passt also auch. Entsprechend laden wir uns erstmal das Update herunter aus dem Kundenportal. Ich nehme hier das Service Pack, weil ich schon eine 4.6er habe. Wenn Sie noch eine frühere Version haben, dann stellen Sie sich am besten ein Update-Package zusammen. Und so oder so geht es weiter im Gambio Admin in der Modulverwaltung. Ich weise jetzt schon mal darauf hin. Es ist ein fast Blanko-Shop 4.6. Es ist lediglich meine Modulverwaltung installiert und die kostenlose Testversion des Affiliate-Moduls. Hier kurz auf die Kompatibilität schauen, die sich jeweils auf die aktuelle Version des Moduls bezieht, also nicht unbedingt auf die installierte. Deshalb immer die aktuellste Version nutzen, dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Passt also kompatibel bis 4.7. Weiter geht's im Reiter Zip Upload.
hinter diesem Icon versteckt. Rechte Hand Gambio Update, Datei auswählen, da die heruntergeladene ZIP-Datei selektieren, hochladen, alle Häkchen setzen, von der HTXS-Datei am besten vorher noch eine Sicherungskopie anfertigen, durchführen. Entpackt das ZIP-Paket, kopiert die Dateien an die Stelle im Dateisystem, wo sie hingehören. Und wenn das erfolgt ist, leitet uns die Modulverwaltung zum Gambio Updater weiter. Hier sind wir. Sprache auswählen, einloggen, Updates durchführen. Fortfahren. Und schon ist unser Gambio Shop auf dem neuesten Stand. Jetzt natürlich erstmal die Funktionalität prüfen, bevor wir irgendwas anderes machen. Mal schauen, ob die Preise richtig angezeigt werden. Eine Testbestellung machen, das Layout noch stimmt und so weiter. Wenn da soweit alles in Ordnung ist, machen wir weiter mit der Umstellung auf PHP 8. Dazu aber erst die Warnung, was es zu beachten gibt. Zurück ins Gambio Admin. Zur Modulverwaltung, die uns hier schon mit dieser Warnmeldung begrüßt. Folgendes Problem. IronCube verschlüsselte Dateien im Shop-System müssen bei der Umstellung von PHP 7 irgendwas auf PHP 8 irgendwas ausgetauscht werden. Das heißt, die Dateien müssen vor der Umstellung entfernt werden und nach der Umstellung neue Dateien reingeladen werden. Damit das Ganze so einfach wie möglich erfolgt, habe ich die Modulverwaltung entsprechend angepasst, um eine Prüfung erweitert, welche zumindest meiner Moduldateien entsprechend zu entfernen sind, und ihnen einen Button eingefügt, mit dem das Ganze so einfach wie möglich geht, und zwar ohne, dass Einstellungen verloren gehen. Also die Testversion des Affiliate-Moduls muss nicht im Modulcenter deinstalliert werden, wo alle angemeldeten Partner und Einstellungen verloren gehen würden, sondern es werden einfach nur die Dateien entfernt. Und nach der PHP-Umstellung klicken Sie wieder den Installieren-Button und alles ist wunderbar. Diese Warnung gilt bei meinen Modulen ausschließlich für die kostenlosen Testversionen. Also komplett kostenlose Tools, kostenlose Vollversionen, wie hier zum Beispiel Artikel mit Bestand bevorzugen oder Artikel verstecken, sind davon nicht betroffen und laufen völlig problemlos weiter, brauchen Sie nicht weiter zu berücksichtigen, wenn die installiert sind. Auch die kostenpflichtigen Vollversionen, also wenn wir jetzt hier vom Affiliate-Modul nicht die Testversion, sondern die Vollversion installiert hätten, einfach nur darauf achten, dass es die aktuellste Version ist, keine Probleme, auf PHP 8 umstellen, fertig. Was bei mir für die kostenlosen Testversionen gilt, gilt bei anderen Modulanbietern unter Umständen auch für die Vollversionen. Haben Sie Xycons-Module im Shop? Gleiches Spiel, die Dateien müssen ausgetauscht werden. Vor der Umstellung auf PHP 8.1 die alten Dateien entfernen, nach der Umstellung die neuen reinladen. Das gilt für alle IronCube verschlüsselten Dateien auf Ihrem Server. Genauso gilt, PHP 8.0 wird nicht unterstützt. Und auch sonst fällt mir kein Grund ein, warum man nicht gleich von PHP 7.4 auf 8.1 aktualisieren sollte und die 8.0 überspringen. Also exerzieren wir mal so einen Wechsel von PHP 7.4 auf 8.1 im Gambio Shop durch. Zunächst also die kostenlose Testversion entfernen, sicherstellen, dass keine weiteren IronCube verschlüsselten Dateien auf dem Server liegen, dann können wir die Umstellung auf PHP 8.1 vornehmen. Also ins Kundenmenü oder Serververwaltungstool Ihres Providers einloggen. Wenn Sie bei AllInkle Kunde sind, dann loggen Sie sich ins CAS ein, wählen dort die Domain aus und ändern die PHP-Version. Ähnlich sieht es aus bei Istugo, da loggen Sie sich in Plesk ein und ändern die PHP-Version. Und bei meinem Provider KeyWeb ändern Sie die PHP-Version in KeyHelp. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die PHP-Versionsumstellung aktiv ist. Wir wechseln in der Zwischenzeit wieder ins Gambio Admin und hier in den Menüpunkt Toolbox Server Info, wo wir vor Installation des Updates schon auf Kompatibilität der PHP-Version und der MySQL MariaDB-Version geprüft haben. Wenn alles glatt läuft, wenn die Umstellung erfolgt ist, sehen wir jetzt hier PHP-Version 8.1 irgendwas. Und ja, es kann sein, dass allein dieser Schritt schon fehlschlägt und diese Seite hier nicht mehr aufrufbar ist.
kümmern wir uns gleich drum, weil die Ursache ist dieselbe wie des Problems, das ich jetzt gleich zeige. Was steht nämlich an, wenn die PHP-Versionsumstellung erfolgreich war? Wir prüfen die Funktionalität des Shops. Von Gamio selber kann man prinzipiell davon ausgehen, ist PHP 8.1 kompatibel? Da gibt es wenig zu beachten. Es geht dann um individuelle Anpassungen bzw. Drittanbietermodule, wo man ein besonderes Augenmerk drauf haben muss. Und das am häufigsten auftretende Problem, unterstelle ich jetzt einfach mal, wird die iNCube-Loader-Unterstützung sein. Also wir starten einfach mal, indem wir die Shop-Startseite aufrufen. Und das sieht schon mal nicht gut aus. Also egal, ob Ihnen so ein Fehler auf der Startseite schon oder bei zum Beispiel der Rechnungserstellung, irgendwelchen Produktseiten, im Warenkorb oder im weiteren Verlauf des Checkouts begegnet, Prozedere ist folgendes. Sofern noch ein Zugriff auf Gamio Admin möglich ist, schauen wir unter Toolbox Logs anzeigen, wählen hier die Kategorie Error Handler und sehen nämlich genau das Problem. Eine falsche Version des iNCube Loaders heißt selbes Prinzip wie bei meinen Testversionen. Die Dateien dieses Moduls müssen ausgetauscht werden. Wir sehen hier den Pfad zur Datei. Es ist das Modul eines anderen Anbieters. Unter GX Modules, anderer Anbieter, anderes Modul. Wenn der Gamio Admin Bereich nicht mehr erreichbar ist, also zumindest im Menüpunkt Toolbox Logs anzeigen, müssen wir alternativ aufs Dateisystem zugreifen, das heißt via FTP-Programm oder über das Serververwaltungstool des Providers, da zum Beispiel in Plesk Dateimanager oder so in der Art. Ich verwende FileZilla als FTP-Programm. Habe mich hier mit dem Server verbunden, wechsle ins Wurzelverzeichnis des Gamio Shops und hier in das Verzeichnis Logfiles. Die Dateien am besten nach zuletzt geändert sortieren, weil der Fehler ist ganz frisch, also ganz frisch hier in die Logdatei geschrieben, die Error Handler irgendwas heißen sollte. Das sind prinzipiell die gleichen Inhalte, nur etwas anders dargestellt. Nehmen wir rück die Textdatei. Da steht jetzt zunächst mal Datum und Uhrzeit drin. Das ist der älteste Eintrag in dieser Datei. Das heißt, wir scrollen ganz nach unten, um den neuesten Eintrag zu sehen. Und vom Prinzip her steht da dieselbe Meldung wie im Gamio Admin. Also auch ein Problem mit dem iNCube Loader und der Pfad zur verursachenden Datei, der uns auch Auskunft darüber gibt, an wen wir uns wenden können. Das ist nämlich genau der Punkt. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn man in der komfortablen Situation ist, noch etwas Zeit zu haben, das heißt, der Provider hat PHP 7.4 noch nicht abgeschaltet, wäre meine Empfehlung erstmal PHP-Version wieder auf 7.4 ändern und sich an den Modulanbieter wenden mit der Bitte um eine PHP 8.1 kompatible Version des Moduls. Wenn es hingegen keine Option ist, zurück zu PHP 7.4 zu wechseln, also 8.1 aktiv bleiben muss, dann bleibt nichts anderes übrig, als die Moduldateien zumindest vorübergehend zu löschen, bis hier die neue Version verfügbar ist und eingespielt werden kann. Wir sind ja ohnehin schon im FTP-Programm zugange, also wechseln wir hier nach GX Modules. Wir müssen nicht sämtliche Dateien löschen. Theoretisch würde es reichen, erstmal eine Datei zu löschen und dann schauen, ob irgendwo die nächste Fehlermeldung kommt von einer anderen Datei. Aber so vom Prinzip her, wenn eine Datei des Moduls fehlt, ist es vermutlich unbrauchbar und andere Fehler sehr wahrscheinlich. Deshalb würde ich erstmal das komplette Modul entfernen, damit die Seite wieder läuft. Jetzt ist der Status, dass Gamio hier dieses Modul sucht. Die Moduldateien, sie sind aber nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir müssen den Cache für Modulinformationen leeren. Und wenn wir eh schon via FTP drauf sind, erledigen wir das doch gleich via FTP-Programm, indem wir alle Dateien aus dem Verzeichnis löschen, bis auf die Verzeichnisse, bis auf eine HTXS-Datei und sofern noch vorhanden eine Index.html-Datei. Zurück in den Shop und mal die Startseite in dem Fall, die fehlerbehaftete Seite neu laden bzw. Rechnung neu generieren, wo auch immer der Fehler aufgetreten ist, kontrollieren, dass er dann nicht mehr auftritt.
da wir den Cache für Modulinformationen geleert haben, kann das immer ein bisschen dauern, bis die Seite lädt. Prima, soweit erstmal kein Fehler mehr erkennbar. Jetzt heißt es weiter testen. Sobald wieder ein Fehler auftritt, oder möglicherweise tritt auch schon bei Aktualisieren dieser Seite der Fehler wieder auf, ist es aber nicht mehr exakt derselbe Fehler, sondern es muss ein ähnlicher Fehler sein. Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen weiteren Störenfried. Deshalb wiederholt sich das Prozedere. Nach Möglichkeit in die Logs schauen im Gambio Admin, ansonsten via FTP-Programm. Und die nächsten störenden Dateien entfernen. Gehen wir jetzt davon aus, alles funktioniert soweit wunderbar, es liegt zumindest im Bereich des Möglichen, dann können wir die kostenlosen Testversionen auch wieder installieren. Also die Reihenfolge bitte beachten, erst wirklich kontrollieren, ob alles funktioniert, bevor Sie direkt nach der Umstellung auf PHP 8.1 gleich wieder die Testversionen reinladen. Die funktionieren dann schon. Aber Sie müssen ja möglicherweise wieder zurückschalten auf PHP 7.4 und dann gibt es wieder das gleiche Problem, dass auch bei diesem Wechsel zurück wieder die Moduldateien entfernt werden müssen. Muss ja nicht sein. Also kostenlos. Die kostenlose Testversion des Affiliate-Moduls hatten wir installiert. Die laden wir jetzt einfach auf Knopfdruck wieder rein und dabei pickt, wie sagt man auf Deutsch, sucht sich die Modulverwaltung automatisch die richtigen mit PHP 8.1 kompatiblen Dateien aus, sodass es nach dem Gambio Update und der PHP-Versionsumstellung aussieht wie davor. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video die Entscheidung ein wenig leichter gestalten, ob Sie auf Gambio 4.7 wechseln sollten oder auf die stabile Version 4.8 warten sollten. Letztlich müssen Sie die Entscheidung selbst treffen, es sei denn, Ihr Webhosting-Anbieter trifft sie für Sie und schaltet PHP 7.4 ab, sodass Sie auf Gambio 4.7 wechseln müssen. Ganz besonders hoffe ich aber, dass ich Fallstricke, die beim Wechsel der PHP-Version auftreten können, aufzeigen konnte und somit meinen Teil dazu beitragen konnte, dass bei Ihnen die PHP-Versionsumstellung möglichst reibungsfrei funktioniert.